Freunde der Veranstaltungstechnik, Freunde unserer Vlogs. Wie ihr es wahrscheinlich den Titel schon entnommen habt, wir sind wieder auf dem Weg zur Polar der Sound. Wir sind hier am Hauptbahnhof in Hannover gerade. Wie schwer zu erkennen. Steht da auch, ja, stimmt. Genau, und wir nehmen jetzt gleich den ICE Richtung Zürich und fahren dann halt ins Frankfurt. Und dann sind wir in Frankfurt und dann fahren wir zum Hotel. Ja. Ist es eigentlich. Wir haben jetzt hier irgendwie gefühlt 2 Stunden Aufenthalt, weil der Zug schon wieder Verspätung hat, aber naja, so ist das halt. Wir wollten ja fliegen, aber wurde uns nicht so bezahlt. Ja, und so viel Geld haben wir dann. Wäre etwas teurer geworden und... Naja, und dann sehen wir uns spätestens in Frankfurt wieder. Robin ist zwar ziemlich am Abgeiern gerade, aber wir sind endlich angekommen. Roomtour machen wir gleich noch, aber wir sind jetzt erstmal ganz ungesund hier am Essen. Nein, Glas hier. Wir sind nicht ungesund. Das ist Kartoffeln, das ist Gemüse. Ja, ist das Gemüse? Das ist deutsches Essen. Ja. Deutsche Ja, wir essen jetzt. Heute Abend ist noch Fußball, Werder Bremen, Schalke, genau andersrum, Schalke, Bremen, DFB-Pokal. Das gucken wir vielleicht noch, ich muss nochmal Video schneiden und wir sehen uns gleich wieder. Wir sind jetzt hier am Zimmer angekommen. Komm mal mit. Let's go. Da sind wir drin. Übrigens, ich kann mich jetzt auch mal wieder vor der Kamera zeigen, ne? Meine Haare sind geschnitten, die von Jasper auch. Genau, und das ist hier der Eingangsbereich. Dreh dich mal einmal um, hier ist ein schöner Spiegel. Sieht man uns jetzt auch hier, Jasper ist auch da mal am Start. Genau, richtig schön hier mit Licht und so, hier eine kleine Garderobe. Ganzer Stauraum von uns, ne? Muss man jetzt nicht beachten. Genau, hier überall, hier sind 2 Betten oben. Und da ist ein Doppelbett. Hier noch an der Seite. Hier oben schläft Jay, unten schläft Jasper und ich schlafe da auf der Seite. Ich brauche natürlich Doppelbett, ist ja wohl klar, ne? Genau, dann haben wir hier noch einen schönen Fernseher am Start. Habt ihr ja eben schon mal kurz gesehen. Wird jetzt Fußball geguckt, schön. Und wie gesagt, hier die Betten. Schöner Ausblick auf den Hinterhof. Also, ja, mit Ausblick ist da nichts. Genau, und dann haben wir hier noch unser schönes Badezimmer. Oh, pff, Jasper fällt. Genau. Schön mit Toilette, Waschbecken und Dusche. Alles am Start. Genau. Und das war einfach mal so unser Zimmer. Genau, wir saßen da jetzt eben zum Essen, wie man auch an dem Müll schon gesehen hat. Und genau, Jasper wird jetzt gleich Video schneiden. Mal gucken, Jay und ich bleiben wahrscheinlich auch noch hier, oder wir bleiben wahrscheinlich noch mit Jasper hier, bis er fertig geschnitten hat. Dann gehen wir runter zum Fußball gucken in die Lobby, schön auf großer Leinwand. Und ja, genau. Das ist unser Zimmer. So, wir haben uns jetzt nochmal hier so zusammengefunden, hier auf meinem Bett natürlich, wo auch sonst. Und genau, wir wollten euch einfach nochmal ein bisschen erzählen, wie wir das angestellt haben, sage ich mal, dass wir hier sind. Haben wir letztes Jahr leider nichts zu gesagt, weil eigentlich haben wir ja Schule und so, ist ja noch nicht Ferien. Ferien sind erst ab Montag, also in 3-4 Tagen. Ja. Genau, wie haben wir das eigentlich angestellt, Jasper? Ja, an sich sind wir ja eher aus einem privaten Zweck hier. Wir wollen natürlich einfach gerne auf diese Messe kommen. Und bei uns an der Schule sind wir ja so die Theatertechniker und alles mögliche Techniker für alles, was so Licht, Ton, na, Video nicht, aber auch teilweise zu tun alles. Hat. Und wir haben da ziemlich viel Spielraum teilweise.
Und wir haben letztes Jahr dann auch einfach angefragt, jo, da ist diese Messe, wir würden da gerne mal hinfahren. Und haben das dann mit unserem Hauptkontaktmann, der Leiter vom Theaterbereich an der Schule, so abgeklärt. Und mit seiner Unterstützung haben wir das dann so hinbekommen, dass wir das praktisch als technische Fortbildung gemacht haben. Genauso haben wir das dieses Jahr wieder gemacht, dass wir gesagt haben, jo, technische Fortbildung, das ist es natürlich auch wir lernen viele neue Technik kennen und kriegen dafür auf jeden Fall schulfrei. Das hat beide Jahre super funktioniert. Ja. Dazu kommt noch, dass letztes Jahr unser, nennen wir ihn weiterhin Hauptkontaktmann, gesagt hat, dass wir doch gerne mal beim Freundeskreis der Schule anfragen können, ob wir eine kleine Unterstützung bekommen, was die Finanzierung angeht. Und da muss man auch nochmal sagen, hat die Schule, beziehungsweise der Freundeskreis der Schule, netterweise uns wieder unterstützt. Genauso wie letztes Jahr. Genau. Das heißt, wir haben nicht nur schulfrei bekommen, sondern wurden auch finanziell unterstützt. Und ja, an der Stelle können wir uns ja mal bedanken. Es guckt sowieso ja, keiner, genau. Aber das symbolische Dankeschön muss auf jeden Fall mal sein. Einmal natürlich an die Schule insgesamt, an unsere Lehrer, an den Schulleiter, dass wir das ermöglicht bekommen. Aber dann natürlich auch an den Freundeskreis und an unseren Hauptkontaktmann, wie wir ihn jetzt ja nennen. Wir nennen ihn einfach jetzt immer Peter oder so. Ja gut, es ist der Peter. Ja. Also ein großes Dank natürlich auch an ihn, dass er das alles möglich gemacht hat. Ja, das ist sehr, sehr schön, dass wir diese Möglichkeiten genau hier bekommen. Da geht einmal Lauf raus an unsere Schule. Ha! Gay! Oh, ausnahmsweise, ja. Jay macht es sehr ungern. So viel läuft naja nicht rund, nee, aber... Wir machen es, glaube ich, alle irgendwie teilweise sehr ungern. Es kommt auf die Situation an, aber... Sagen, kommt auf, darauf an, was jetzt gemeint also, ist. Ja, teilweise machen wir es nicht gerne, aber... Diesmal kann man es auf jeden Fall mal machen und ja. Genau. Nochmal so ein bisschen, wie das abläuft. Also wir haben, letztes Jahr waren wir in der Jugendherberge, die war dieses Jahr schon ausgebucht, als wir gebucht haben. Deswegen sind wir jetzt hier im A&O Hostel Ostend in Frankfurt. Ist verkehrstechnisch auch besser angebunden. Gleich stehen hier. Morgen stehen hier 100 Leute vor der Tür. Bestimmt. Kommen alle angereist, um uns zu sehen. Genau. Aber, mal kurz so, ich weiß nicht, aber wenn ihr uns auf der Messe seht, könnt ihr uns gerne ansprechen, könnt uns auch könnt uns auch eine Message schreiben über YouTube oder über Instagram. Oder Facebook, könnt ihr auch. Oder Facebook, machen. Dann, und wenn ihr auf der Messe seid, dann können wir uns gerne mal treffen, da sind wir immer offen für. Also, ja, nur mal so kurz zwischendurch. Ja, also es ist auch so, dass wir morgen um 16 Uhr, glaube ich, beim Zuschauertreffen von Stage Show 3 sind. Ja. Und endlich können wir dieses Jahr mal da sein. Letztes Jahr hat es ja leider nicht geklappt, weil wir ja leider nur Montag bzw. Dienstag und Mittwoch da waren. Dieses Jahr können wir es möglich machen. Das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall. Genau. Ja, das war's eigentlich so, würde ich mal sagen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt in die Kommentare. So, das war's dann jetzt. An dieser Stelle mit diesem Video, es ist jetzt 8:30 tatsächlich schon. Fußball geht in einer Viertelstunde los, beziehungsweise 10 Minuten, das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Und genau, dann war es das mit diesem ersten Video, mit dem Anreisetag. Wir hoffen natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde uns sehr freuen. Und ja, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, genau, dann gerne kostenlos abonnieren. Und... Haut uns ein auf die Glocke. Disclaimer? Disclaimer, genau. Den haben wir ganz vergessen. Disclaimer, ja. Kurz Werbung. Da oben. Irgendwo hier. Genau, wir haben ja jetzt, sind Thomann Link Partner. Ihr könnt gerne über den Thomann Link in der Videobeschreibung was bei Thomann kaufen. Da kriegen wir eine kleine Provision für, ohne dass es für euch teurer wird. Würde uns sehr freuen. Danke für den Support. Genau. Aber jetzt war es das dann auch wirklich mit diesem Video. Und ich würde sagen, wir sind das LTE DJ Team. Und wir sind raus. Ciao.